So, Elvis, jetzt stelle ich dir mal ein paar Fragen. Wo leben die Meerkatzen? Okay, jetzt werde ich die Fragen beantworten. Wir sind mal gespannt drauf, oder Leute? Macht es leichter, wenn ihr gespannt seid. Und schreibt in den Kommentaren, bei welcher Frage ihr richtig hättet. Wir gucken die alle durch. Let's go! Wo leben die Meerkatzen? Im Meer, im Wald, in der Wüste? So, jetzt bin ich mal gespannt, Elvis. Wo leben die denn? Ich glaube, diese Meereskatzen leben im Wald. Die Antwort ist richtig. Juhu! Ich freue mich, dass sie richtig ist. Ich bin gespannt auf die nächste Frage. Was denkt ihr, Leute, was die nächste Frage sein könnte? So, Elvis. Wo leben die Haie? Im Meer, im Fluss oder im See? Natürlich habe ich ganz viele Filme geguckt. Natürlich leben die Haie im See. Das ist falsch. Hä? Aber die Filme sagen was ganz anderes. Leute, schreibt in den Kommentaren, ist das richtig? Was guckt ihr eigentlich für Filme? So, Elvis, die nächste Frage. Aber das ist jetzt ein langer Satz. Welche Vögel können unsere Sprache nachmachen? Grauer Papagei, Schreiler oder Lachmöwe? Natürlich ich, Leute. Wie sehe ich denn aus? Ich bin doch auch ein Vogel, oder? Und ich kann auch diese Sprache sprechen, wie ihr sehen könnt. Also ich. Elvis, ich weiß, dass du ein Vogel bist, aber ich will die Antwort hören. Ich glaube, der Papagei. Weil der Papagei im Film redet auch sehr viel oft, oder? Wie bei den Piraten. Das ist richtig, Elvis. Wow. Juhu. Du kannst ja, du bist ja in der ersten Klasse und hast schon so was geübt. Wow, ich bin voll begeistert. Elvis, die ist jetzt ein bisschen schwieriger. Warum haben Giraffen so lange Hälse? Um Laub zu fressen, um zu imponieren, um Schlagen zu imitieren. Im Laub zu fressen. Das ist richtig. Ich wusste es eh. Welche Beeren fressen vom Baum? Panda-Bär, Braunbär, Eisbär? Ich glaube ein Panda, weil Panda sind so süß. Panda ist übrigens mein Lieblingstier, falls ihr das nicht wusstet. Richtig. Let's go zu der nächsten Frage. Worin unterscheiden sich Pferde? Sich und Pferde und Ponys. Pferde sind größer. Pferde sind größer. Ponys sind schneller. Pferde sind größer, weil Ponys sind so süß und so klein. Wollt ihr das Video zu Ende sehen oder Fortsetzung anschauen, dann schreibt in die Kommentare und gebt ein Like, damit wir es wissen, ob Interesse an dem Format besteht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.